Oh, ich bin ganz aufgeregt, weil ich glaube, das Thema passt auch zu Hamburg und ich gehe mal darüber. Also ich bin Elena, ich bin Geowissenschaftlerin und ich habe gerade meinen Pointer. Okay, und in meinem Slam, das ist keine Lösung, geht es sehr nerdy um das Thema Olivin, wie sich dieses Olivin im Wasser auflöst, wie es dadurch CO2 neutralisieren kann und warum das keine Lösung für die Klimakrise sein wird. Es beginnt mit Olivin, das entsteht im Erdmantel, wird wohl durch Vulkane an die Oberfläche geschleudert und löst sich dann im Wasser auf, wenn es zum Beispiel wie hier in Hawaii am Strand liegt. Das Olivin gehört zu den Silikaten. Ein Siliziumatom ist von Sauerstoffatomen umrundet und bildet ein Tetraeder. Und zwischen dem Tetraeder sitzen Magnesiumatome und geben dem Olivin seine grüne Farbe und dadurch auch seinen Namen. Die Lösung des Olivins werde ich euch im Folgenden jetzt mit chemischen Reaktionsgleichungen erklären. Keine Angst vor Chemie, denn ich selbst hatte eine 5 in Chemie und es ist nichts anderes als wie Partnertausch. Stellt euch einfach vor, diese Pandemie ist dann doch irgendwann mal zu Ende und diese Ladies treffen auf diese Gentlemen. Es ist also Samstagabend auf dem Hamburger Berg. Olivin betritt die Tanzfläche und stößt dort auf 4 Moleküle Wasser und 4 Moleküle Kohlenstoffdioxid. Ja. Es gibt einige Freirunden Mexikaner. Der Cola Korn kostet 1,50 und es kommt, was kommen muss. Magnesium wird Single. Denn Silizium und Sauerstoff haben eine heiße Dancefloor-Affäre mit Wasserstoff und es bildet sich in der anderen Ecke noch Bicarbonat. Im Laufe des Abends, ihr kennt das vielleicht noch von damals, wird ein bisschen Barry White gespielt und George Michael. Es wird sehr schmusig. Magnesium hat den Glauben an die Liebe noch nicht verloren und fragt Kohlenstoff und Sauerstoff, ob sie nicht zusammenziehen wollen. Da. Und die sind davon so begeistert, dass sie spontan ein Mineral bilden, das Magnesit. Und das ist eine Liebe, die für viele tausend Jahre halten wird. Silizium und Sauerstoff denken, okay, Monogamie ist irgendwie ein cooles Konzept und bilden das Mineral Opal. Und zurück bleiben Wasser und Kohlenstoffdioxid. Und in diesem ganzen Beziehungschaos müsst ihr euch jetzt eigentlich nur eine Sache merken. Am Anfang gab es 4, am Ende 2 Kohlenstoffdioxidmoleküle. Wo sind die hin? Das ist ganz einfach, denn dadurch, dass das Olivin sich gelöst hat, konnte das Magnesit sich bilden und dem stecken jetzt 2 Kohlenstoffatome. Und das Coole ist, Kohlenstoffdioxid ist in der Luft, es löst sich im Wasser und wenn wir ganz viel Olivin im Wasser lösen, dann wird es zu einem Feststoff. Wir haben die Ursache der Klimakrise behoben. Alles gut, Slam fertig. Und man kann dadurch das CO2 aus der Atmosphäre ziehen, das nennen wir dann negative Emission. Aber ich habe noch ein bisschen Zeit, deswegen erkläre ich euch, warum das nicht geht. Das ist ein Olivinkristall, was mit einer Kantenlänge von 1 Millimeter, das ist so die Rille vom 1-Euro-Stück, das braucht 2300 Jahre, um sich aufzulösen. Ja, geil. So, schneller geht das bei einer hohen Temperatur, bei einem niedrigen pH-Wert oder bei einer reaktiven Oberfläche. Denn mit der Zeit bildet sich eine Silikatkruste, das ist wieder die Kruste, auf dem Mineral und bringt diese ganze chemische Reaktion zum Stillstand. Und um diese Kruste habe ich mich jetzt gekümmert. Ich habe mir gedacht, okay, Olivin, kannst du einfach ins Wasser tun und rühren. Das Problem ist, da entsteht dann sowas. Die Olivinkristalle fliegen alle in dieselbe Richtung. Es passiert nicht viel und die Silikatkruste bildet sich wahrscheinlich. Okay, was wir brauchen, ist Kollision. Ich hätte gerne ein bisschen mehr Gewalt. Und Gewalt kriegen wir da, im Olivin-Moshpit. Gibt es hoffentlich diesen Sommer auch wieder. Und ihr könnt euch vorstellen, wer ein Olivin-Moshpit in seinem Labor stehen hat. Ich. Da, das ist er. Das ist mein Olivin-Moshpit. Und ich untersuche, wie viel schneller das Olivin sich lösen kann, wenn wir es durchmoschen. Das heißt, wenn wir verhindern, dass die Silikatkruste sich bildet. Und das macht eigentlich auch Sinn, denn wir haben solche Olivin-Moshpits auch in der Natur. Und zwar hier. Überall in Hawaii, in Island, Japan, überall, wo Vulkanstrände sind, da liegt Olivin. Und die werden von den Wellen Tag und Nacht weggemoscht. Und wenn ich jetzt eine Handvoll von dem Olivin nehme und dort an den Strand tue, dann nennt sich das naturbasiertes Geoengineering. Oh, Geoengineering. Das ist also eins von diesen gruseligen Technologien, die wir anwenden werden. Okay. Und das ist natürlich weltweit verboten. Klar.
Aber selbst wenn es erlaubt wäre und wir würden Olivin überall in den Strand tun, dann wäre das immer noch keine Lösung für die Klimakrise. Warum? Das erkläre ich euch zusammen mit meinem Freund Nelly. Nelly macht schon seit etwas längerer Zeit Wissenschaftskommunikation über die globale Erwärmung. Einige kennen ihn vielleicht noch. Wir machen gemeinsam eine Reise durch die Klimaforschung. Jean-Baptiste Jouvet-Trouet fand 1824 heraus, dass die Erde viel wärmer ist, als sie es eigentlich sein sollte. Er hatte den Treibhauseffekt gefunden. Eunice Newton Food fand heraus, dass CO2 ein Treibhausgas ist. John Tyndall bestätigte das etwas später und als Mann ging er dafür in die Geschichte ein. What? Svante Arrhenius war der Erste, der berechnete, wie warm die Atmosphäre wird, wenn man das CO2 darin verdoppelt. Damals dachte man, gutes Wetter, gute Ernte, wie geil. Lass mal ein bisschen mehr Kohle verbrennen, damit es allen Menschen gut geht und wir alle satt kriegen. Das ein großer Fehler war. Dieser Guy stellte in den 30ern fand er heraus, dass es wirklich wärmer wird und auch damals dachte man noch sehr anders über dieses Thema. Charles David Keeling zeichnete seit den 50ern die CO2-Werte in der Atmosphäre auf und entlarvte die Menschheit als Haupttreiber der globalen Erwärmung. Sein Sohn Ralph Mustache Keeling führt diese Arbeit bis heute fort. In den 60ern behaupteten Ölfirmen, dass sie 7 Millionen Tonnen Gletscher pro Tag schmelzen können. Heute sind wir bei dem 320-fachen. In den 70ern kamen Ökonomen auf die Idee, dass ein unendliches Wachstum auf einer endlichen Erde ziemlicher Bullshit ist. Und auch ExxonMobil konnte ziemlich gut vorhersagen, wie abgefuckt unser Klima heutzutage schon ist. Es folgten die Gründung des Weltklimarates, Konferenzen in Rio, Kyoto und das Pariser Abkommen. Und nichts, rein gar nichts, hat irgendetwas an der Tatsache geändert, dass wir CO2 emittieren, dass es sich in der Atmosphäre anreichert und die Welt immer wärmer wird. Ganz im Gegenteil, es ist noch viel schlimmer, denn immer noch wird gefragt, wie viel darf Klimaschutz kosten? Ich kann euch sagen, was kein Klimaschutz heute schon kostet. Wir haben Dürren jedes Jahr, die werden schlimmer und schlimmer. Die Hitzewellen werden heißer und heißer. Wir haben immer mehr extreme Wirbelstürme und Überflutungen. Kein Klimaschutz wird uns unser Hab und Gut, unseren Wohlstand und unser Leben kosten. Und es gibt Menschen, die immer noch nicht verstanden haben, dass die Erde brennt. Und sie 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 brennt. Die meisten von uns in diesem Raum werden die Verdopplung oder sogar die Verdreifachung der globalen Erwärmung von heute erleben müssen. Und schon heute sind wir mit den Naturkatastrophen überfordert. Was können wir dagegen tun? Wir haben den Klimaschutz so sehr verpennt, dass es nicht mehr 11:55 ist, sondern schon 12:30. Deswegen gibt es zwei Dinge, ohne die wir nicht mehr auskommen können. Erstens, wir müssen die Emissionen um 90% reduzieren. 90%. Das heißt, wir schneller reduzieren, als sie in der Vergangenheit gestiegen sind. Danke. Achtung, dafür brauchen wir alle. Wir brauchen Politik, wir brauchen Industrie und das Individuum, jeden Einzelnen. Denn eine Emissionsreduktion von 90% wird Heizen, Strom, Mobilität, Essen und vor allen Dingen Konsum für jeden von uns umkrempeln. Und ich spreche hier von weniger, viel, viel weniger. Die zweite Säule, um diese Welt noch zu erhalten, sind negative Emissionen oder auch Geoengineering. Das heißt, wir holen CO2 aus der Luft. Das, was sich jetzt schon in der Luft befindet und das, was in Zukunft nicht zu vermeiden ist. Und hier im Teil der negativen Emissionen, da kann die Olivin-Lösung einen Beitrag zu leisten. Geil. So, Stimmung ist dahin. Zum Ende möchte ich euch drei Dinge mit nach Hause geben. Erstens, die Olivin-Lösung ist keine Lösung der Klimakrise, sie ist nur ein Hilfsmittel. Denkt an die Emissionen. Zweitens, die Olivin-Lösung ist keine Lösung für die Klimakrise, sie ist nur ein Hilfsmittel. Und drittens, Arsch hoch, Klimaschutz selber machen. Ihr habt gesehen, dass in 200 Jahren Klimaforschung viel Wissen zusammengekommen ist und nichts passiert ist. Das heißt, wir müssen es selber machen. Also Tempolimit können wir alle jetzt sofort anfangen. Und das ist auch sehr wichtig, dass wir anfangen, denn alle wir hier im Raum, wir gehören zu den reichsten 10% der Menschheit und zu den größten Emittenten. Das heißt, wir tragen die Verantwortung, um dieses Geschenk zu bewahren. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Lasst euch nicht entmutigen
Und falls die Stimmung jetzt im Eimer ist, habe ich hier noch was. Ich habe im Labor CO2 gebunden, mit meinen Experimenten, und es sieht so aus. Das ist kein Kokain, das ist CO2. Und die Olivin-Lösung funktioniert, it works, bitches, und ich hole das CO2 aus der Luft und ihr helft mir, indem ihr die Emissionen reduziert. Dankeschön. Maria!